Ja, also ich bin Mikey Bike, das ist das Projekt. Ich fahre heute 120 Kilometer mit dem Fahrrad. Die Jungs glauben mir nicht, dass ich das schaffe mit dem Rucksack hier. Der Schale und den Schonern, aber ich bin guter Dinge und ich glaube, das wird schon. Die haben sich bestimmt noch irgendwelche Challenges ausgedacht dafür, dass ich nicht trinken darf oder sonst was. Werden wir sehen, was wir da machen. Ja, mal gucken. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Ich hab die Karten im Rucksack, ja. Muss ich den nur mal abnehmen. Scheiße. Jo, jetzt kommt hier gleich mein Bike noch ein bisschen in Vordergrund. Das ist das super coole Mountainbike von meiner Schwester. Von den 21 Gängen funktionieren 3. Also es wird schon ordentlich anstrengend damit 120 Kilometer runter zu rattern, aber ich bin guter Dinge. Es hat einmal ein Katzenaugen, es hat Reflektoren hier unten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt an den Dingern. Also Lichter hat's. Ich hab mir Helm auf, also ist komplett verkehrssicher. Und ja, gucken wir mal, wie weit wir mit der Kiste kommen, wa? So, Mikey Bike, wo sind wir denn jetzt hier? Was haben wir denn jetzt bis hierher so geschafft? Also genau kann ich das gar nicht sagen. Ich denke, wir haben ungefähr 5 bis 6 Kilometer. Ist schon ganz schön anstrengend, weil es halt die ganze Zeit immer leicht hoch geht. Du kannst dich nicht mal ausruhen und mal kurz, weil dann hältst du gleich wieder an. Also ich weiß nicht, was das für ein Scheiß ist. Aber ich bin guter Dinge. Ich habe genug Wasser, ich habe mein Kippchen. Da kann ich eigentlich noch nicht meckern bis jetzt. Wann bin ich auch schneller als ihr? Bis jetzt ja. Bis jetzt ja. Auf dem Land ist das vielleicht anders. Machen die Beine? Die Beine gehen auch übelst klar, nur ab und zu merke ich halt mal, dass mir diese scheiß Knieschoner so ein bisschen in die Haut schneiden, aber das ist nichts. Naja, also Sicherheit geht vor, da müssen sie durch, ne? Ich könnte mich ja theoretisch auch mal richtig maulen und da bin ich schon ganz froh, dass ich hier meine Schützer und meinen Motorradhelm habe. So, wir sind jetzt hier immer noch auf der Tankstelle und Mikey Bike, haben Sie vielleicht ein bisschen Durst? Mittlerweile geht's. Ich bin mal gespannt. Ja, wollen Sie noch was trinken? Oh Mann. Egal, ob Sie wollen, denn wir haben Ihnen was mitgebracht als Dankeschön dafür, dass wir hier Sie so schön begleiten dürfen. Halten Sie mal ganz gut. Mach ich. Wir haben Ihnen jetzt hier einen kleinen Zaubertrank. Wenn Sie diesen Zaubertrank, so wie er da ist, ohne da irgendwie noch irgendwie Pinkel oder sowas reinzufüllen, bis wir da sind, nicht ausgetrunken haben, haben wir für die Rückfahrt eine schöne Strafe für Sie vorbereitet. Ich nehme an, ich darf nicht wissen, was da drin ist. Alles klar. Ja, nippen können Sie auf jeden Fall schon mal. Okay. Hältst du das mal?
zum Nachkauen, wisst ihr? Ach du Kacke. Und Munditz? Munditz! Was ist das? Das werden Sie dann später erfahren. Alles klar. Wenn die Flasche kaputt geht, ne? Weiß ich, ja. Alles klar. Okay. So. Ich bin jetzt hier gerade auf der Boxhanger Straße. Die Reise ist jetzt losgegangen. Und ja, ich bin schon mehr außer Atem, als ich dachte. Aber mal gucken, wie es jetzt in der Fahrt wird. Eigentlich kann es ja nur noch besser werden. Bis wohin? Und dann rechts. Ja, ich fahre jetzt 10 Minuten permanent nur geradeaus, nur hoch, und ich hätte wirklich nicht für möglich gehalten, dass es so scheiße anstrengend ist. Jetzt haben wir mal zum Glück rote Ampel. Können wir uns mal entspannen. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach Heinrichswalde. Hinter mir ist hier so ein schönes Feld. Ich nutze jetzt die Pause einfach mal ein bisschen, um hier meine Challenge zu bewältigen. Weil ihr habt mir hier irgendein Scheißzeug gegeben. Ich habe da auch unterwegs ab und zu mal dran genippt, aber das ist wirklich echt widerlich. Ich würde auch gern mal wissen, was das ist. Ich habe das Zeug echt noch nie getrunken. Ja, noch merke ich nicht, aber es wird ja bestimmt in 2-3 Kilometern passieren, wenn ich hier 2-3 Mal dran nippe. Ja, wir sind jetzt ungefähr 20 Kilometer gefahren. Meter wäre ein bisschen wenig. Ich werde jetzt hier mal weiter trinken. Dazu werde ich mir aber hier mein Wasser genehmigen und mal ein bisschen was nachtrinken. Weil das Zeug ist wirklich mega eklig. Ich gebe mal die Deckel. So, dann Tisch runter das Zeug. Das ist jetzt hier ein bisschen doof, warte. Oh! Alter. Ja, dann gleich noch einen, weil es so schön ist, wa? Wasser, eine Perle zum Nachtrinken. Gib mir mal die Decke. Oh! Also jetzt werde ich hier noch ein bisschen pinkeln gehen. Ich weiß noch nicht genau wo. Ihr könnt mir auf jeden Fall zugucken. Ist mir ja scheißegal. Ja. Lass es gehen. Mein Rücken ist auch so mega nass. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Aber ich habe hier so ein riesen Feld vor mir. Da fliegt gerade ein Flugzeug. Und ich denke mir einfach mal, jetzt hetze den Lümmel hier mal raus, wa? Ich würde jetzt gerne das Mikrofon irgendwie neben meine Pipi stellen. Jetzt werde ich auch noch ein bisschen nervös beim Pinkeln hier. Ich habe das nicht gerne, wenn mir jemand zuguckt. Sorry Jungs, ich kann nicht. Ich kann wirklich nicht. Ich kann nicht pinkeln, wenn ihr zuguckt. Das ist mir scheißegal. Pinkel ich halt beim Fahren. Scheiß der Hund drauf. We'll be right back.
perfekt. Wo muss ich hier das nächste Mal abbiegen? Okay. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal auf dem Fahrrad gesessen habt und Motorradhelm, Knie- und Ellenbogenschoner. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, man fühlt sich wie der letzte Horst. Ich frag mich auch, warum ich mich auf diesen Scheiß hier eingelassen habe. Aber meine lieben Kollegen mussten es ja allen so laut rumposaunen, dass ich nicht abbrechen konnte. Glaubt oder nicht, ich hab die Pfeifen abgehängt. Die stehen im Berufsverkehr. Ich mit dem Fahrrad kommt viel besser bei weg. Kacke ist nur, ich habe kein Navi. Ich habe zwar eine Karte drin, aber versuch mal auf dem Fahrrad eine Karte zu lesen. Das ist bestimmt ganz schön interessant. Könnt ihr mich hören? Den Rucksack abgenommen, damit wir da mal ein bisschen vorankommen. 11 Kilometer in 25 Minuten, das ist doch nichts. Wie schnell bin ich denn? So, Mikey Bike, du hast uns vorhin nach einer Birne gefragt, die du essen willst. Aber dir ist da was vom Lenker gefallen. Ja. Die Flasche. Wir haben jetzt was anderes zum Essen für dich. Was ist das? Lest doch mal. Nimm mal. Backhefe? Was ist das für ein Scheiß? Das muss ich jetzt essen. Ja? Das ist geil runtergefallen, Junge. Das ganze Stück auf einmal. Seht ihr? Ja. Wenn du ein Mann bist, isst du alles. Wenn du ein Mann bist, holst du dir ein Fahrrad und fährst mit mir zusammen hier. Scheiße, Mann. Ich hab sowas noch nie gegessen. Ist das eklig? Hat es einer schon mal... Jetzt mal ehrlich, ist das wirklich irgendein... Davon kotze ich jetzt nicht, oder, also, vielleicht wenn es mir nicht schmeckt, aber... Kannst du mir Wasser geben, bitte? Wasser. Nur zum Nachtrinken. Aber erst, wenn es alles unten ist. Danach. Vorher nicht. Egal, ich mach das mal. Muss eine Strafe sein. Dann, ich brauch das jetzt. Boah, ne... Los. Wisst ihr mal, du schluckst dich doch mal runter, du hast schon wieder verloren. Scheiß auf die Birne, Dicker. Weißt du, wie das schmeckt? Ich würde eher einen scheiß Käfer essen, Alter. Wirklich, ich schwör's euch. Ess doch mal.
Das Stück hier. Das Stück esse ich. Ja, eben. Ja, dann musst du aber abwarten, wenn man kann. Ich weiß gerne nochmal ab. Oh. Er hat nicht mal alles gegessen. Ja, fickt euch. Nee, ich brech da nicht mehr ab. Das ist. Boah. Komm, ein Stück, Digga. Ich hab keinen Bock, mir den Magen zu verkleben. Ich mach was anderes. Lasst euch was einfallen, aber. Boah. Ihr macht ja bestimmt nochmal eine Pause da. Ja. Beim nächsten Mal mach ich irgendwas, aber. Jetzt erstmal meine Birne. Birne, die habe ich mir jetzt auch echt verdient, dass ich da reingebissen habe. 98 Cent hat sie gekostet. Die schmeckt auf jeden Fall, hoffentlich. 98 Cent. Für eine Birne, die auf dem Baum wächst. Wie weit haben wir es noch? 11 Kilometer noch. Ja, geradeaus fahren. Oder? 25 Minuten will ich abbiegen. Willst du eine Wette drauf machen? Nee. Warum denn keine Wette? Weil ich noch eine Challenge offen habe. Schaff ich, würde ich einfach mal sagen. Was ist denn da im Arsch? Komm mal her mit dem Fahrrad. Zum Glück hat er ja Flugzeug bei. Korrekt, wir haben für alles Leute dabei. Was ist da los, Mikey? Die Kette hat sich verkantet. Guck dir den Scheiß mal an. Ja, der Fahrradmechaniker sagt, wir kriegen das wieder hin. Das freut mich. So, da jetzt ja dein Fahrrad im Arsch ist und der Fahrradmechaniker hier jetzt erstmal reparieren muss. Und du ja vorhin die Hefe nicht gegessen hast wie eine kleine Muschi. Haben wir hier noch eine kleine Stärkung für dich, weil du hast ja jetzt sowieso Pause. Was ist das? Ehrlich gesagt, Dicker, will ich das gar nicht wissen. Ich esse es und dann sagt ihr es mir, okay? Oder wir sagen es dir gar nicht. Du wirst es dann irgendwann sehen. Kann ich da einfach so reinbeißen? Wenn du gute Zähne hast, dann wahrscheinlich. Ja, leg es einfach rein und dann lutsch mal aus und so. Aber schon im Laden gekauft, ne? Ja. Das ist jetzt nichts Polnisches oder so. Das ist das gleiche Zeug, nur hart, oder? Ja, du musst ihn jetzt schlucken, definitiv. Schnell, schluck runter. Ja, lass liegen. Lass liegen, das ist egal. Nee, ich glaube, das ist das Bessere davon, das hebe ich auf. Das ernt er nicht, du musst ja sowieso komplett aufessen. Ich glaube, so richtig eklig wird das in der Mitte. Kann ich was trinken? Ja. Das kannst du auch so lange kauen, da passiert nichts. Gut lachen, wa?
Aber ich will gar nicht wissen, was es ist, ehrlich gesagt. So, weil ich glaube echt, dass das Hundefutter oder so ein Scheiß ist. Als ob wir die Hundefutter zum Essen geben. Wer ist Maya? Wer ist Maya? Maya ist der Hund von Reaper. Aber jetzt weiß ich, dass es Hundefutter ist. Das macht das Ganze richtig ranzig. Sieht dein Suftpegel aus eigentlich? Nur kurz. Der ist zurückgegangen, da ich ja vor, weiß ich nicht, 50 Kilometern oder so die Flasche abfallen lassen. Wahrscheinlich, ja. Meinst du, du könntest da noch trinken oder was? Das habe ich nicht gesagt. Ja. Jetzt gehen wir hier mal wieder zum Fahrradmechaniker. Gerade eine Fahrradpanne. Das ist zum zweiten Mal passiert heute. Ja, und jetzt gucken. Ich fahre so weit, wie mich das Bike trägt. Na klar, Berg kümmert sich jetzt gerade darum, dass das wieder startklar ist und dann geht's weiter. Heinrichswalde in der Nähe von Pasewalk. Alter, wenn das jetzt noch das falsche Heinrichswalde ist. Ja, wir müssen bestimmt in Deutschland nach oben gehen. Nein, in der Nähe von Pasewalk ist schon richtig, aber ich will, dass du wirklich nicht mehr wende. Der Gallenbecker See. Ja, genau, richtig. Ja. Weil deine Stimme ist nämlich gerade auch bei uns im Video. Ja, okay. Ja, gut, dann. Ja, tschüss. Ja. Habe ich jetzt ein Viertel hinter mir. Na gut. Gucken, was der Schrauberling macht. So. Da die Laune jetzt so im Keller war, ich darf nicht so laut reden, dann ist der Ektar. Habe ich ein neues Spielzeug für den Herrn. Ich glaube, du brauchst wieder gute Laune. Guck mal, was die Aral uns so schönes gesponsert hat. Ich würde sagen, bis zur nächsten Tanke, oder? Bis zur nächsten Tanke. Aber nimm mal jetzt schon einen Hieb, was ist denn da los, du Pfeife? Ey, wenn du die auch unterfällst, zahlst du die nächste, Alter. Okay. Nee. Wasser, bitte Wasser. Wasser.
machen jetzt hier erstmal noch ein bisschen Rast am See. Der Mikey Bike, der braucht hier ein bisschen Ruhe. Ey, ganz ehrlich, Alter, du schwitzt noch gar nicht, jetzt kannst du noch hier einen Schluck Alkohol nehmen. Dafür fährt Mikey Bike, Alter, für ein Liter davon. Keine Schleichwerbung. So, gleich geht's wieder weiter mit der Fahrradtour von Mikey Bike. Jetzt zieht er sich die Schoner über. Ja, das macht er ganz gut. Falls ich mich hier aufs Maul packe, jetzt schwinden ja langsam die Kräfte. Von dem Lappen. Willst du dich nochmal einen Schluck davor nehmen oder so? Aber kein Wodka. Hallo. Hallo. Wieder mal ein bisschen Konversation. Ja, was soll ich denn sagen? Ich zieh mich hier gerade um. Flasche zerstört habe, haben sie sich was einfallen lassen. Sie sind sehr einfallsreich gewesen und haben eine Flasche von dem billigsten Wodka gekauft, den ich jemals getrunken habe. Der ist so räudig, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Den soll ich jetzt bis zur nächsten Tanke leeren. Aber ehrlich gesagt wundere ich mich ein bisschen, weil das ist nur 0,1 Liter. Deswegen glaube ich, dass die nächste Tanke gleich hier irgendwo um die Ecke ist. Deswegen werde ich den wahrscheinlich gleich mal trinken. Tragischerweise müssen wir jetzt hier das Projekt Mikey Bike auf dem Weg nach Heinrichswalde abbrechen, weil meine Beine nicht mehr mitmachen. Ich bin froh, dass ich noch stehen kann. Ich habe mich echt mega krass überschätzt. Ich will nicht sagen, bei welcher Kilometerzahl wir hier stehen geblieben sind, aber ich schäme mich in Grund und Boden. Ich ziehe Hut vor allen Marathonläufern, muss ich einfach mal so knallhart sagen. Ja, ich warte auf die Strafe. Lecker. Mach mal auf und riech mal alleine dran. Das ist sehr, sehr deliziös. Was ist das? Das ist lecker, Digga. Das musst du beim Essen erraten. Das ist deine Strafe. Und wir haben leider auch keinen Löffel für dich. Aber da du ja so Survival-Freak bist, wirst du ja entweder mit der Hand essen oder dir einen Löffel schnitzen. Was ist das? Das ist nichts Giftiges. Das ist nichts Giftiges. Ja, ich weiß, dass das nichts Giftiges ist. Ihr würdet mich ja nicht umbringen, aber... Ja, ich da mal rein. Das lebt noch. Ja, Strafe muss sein, Dicker. Ich werde es mal mit der Hand kosten. Ich kann jetzt wirklich nicht garantieren, dass ich dieses Scheißzeug aufesse, weil... Sag keiner, dass es eine ganze Schale ist. Ja, doch. Es geht hier nicht um mein Leben. Das muss ich dazu sagen, deswegen esse ich das jetzt nicht. Wenn ich nichts mehr hätte, würde ich das vielleicht runterstehen, nein, ich kann hier mal so ein mit einer Flasche Wasser hier nehmen. Und so. Nee, den kriegst du ja nach. Nach dem Kotzen. Nach dem Kotzen. Machst du die schon auf, bitte? So? Nee, tauch mal noch ein bisschen tiefer ein, Alter. So. Das
tauchen wir noch ein bisschen tiefer ein. Nimm mal doch hier so. Digga, guck dir das mal im Vergleich zu deinem Mund an. Komm, noch ein kleines bisschen kannst du noch. Dein Mund. Nein, Digga, nimm mal was von der Oberschicht. Komm. Let's go. Du weißt noch, noch nicht, was es ist. Nur noch was hiervon. Ja, gehen wir noch von einmal so. Hier. Ja. Digga, das ist der übelste Spann. Guck mal, das sieht aus wie ein Pickel, den man gerade ausdrückt. Freunde. Nee, die nehme ich erstmal noch. Ich stehe ja gar nicht auf so einen Scheiß. Also wirklich, ich könnte gerade schon kotzen, nur vom Anblick. Ich kann das nicht oft genug in die Kamera halten. Hier. Weiß nicht, ob ihr das jetzt hier richtig... Hallo! Darf ich die bitte in der Hand haben? Bitte, bitte, wirklich, das ist... Ich finde das echt ganz schön krass. Digga, das geht noch voll klar, das ist lecker eigentlich. Isst man das eigentlich... Essen das Menschen eigentlich? Ja. Das essen die auch so, das isst man... Das essen Deutsche. Dann ist das irgendwie so ein Leberscheiß oder so. Jetzt probier's doch einfach, los, ab da mit dem Mund und wer aus... Ey, du schluckst es runter! Ich versuch's. Nee, du schluckst es. Ich schluck's runter. Nee, schluck's runter. Schluck's runter. Hey, aber du hast dich. Nimm mal noch ein Hieper. Für Deutsche essen das? Ja. Was ist das? Nee, wenn ich dir jetzt sage, musst du auf jeden Fall noch einen kleineren davon musst du essen. Dann will ich nicht wissen. War so eklig, ich wollte eigentlich auch nicht. Na, probier mal. Ja, aber dann nimm es wenigstens mit und biet es deinen Freunden da an, Alter. Bringst den wenigstens eins mit, bringst. Nee, ey. Komm mal zurück und nimm mal den Wodka aus der Hosentasche und jetzt trink mal. Du Arschloch. Alter. Ey, ich muss dazu nochmal sagen, dieses Zeug, was ist das? Probier's nochmal. Probier's nicht nochmal, bitte sag's mir. Das sind Hundefutter. Nein. Es hast du das selber gemacht? Nein. Der Mensch, der das erfunden hat, ist der ranzigste Klumpen Scheiße auf dem Planeten, glaube ich. Das ist. Digga, das ist Blutwurst. Ja. Finde ich ganz schön krass. So, jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen Schleichwerbung für meinen Lieblingswodka, Zarewitsch-Wodka. Den haben wir bei der Tanke oder haben die Jungs mir bei der Tanke gekauft. Den muss ich jetzt noch trinken, aber ganz ehrlich, ich habe dieses Zeug da auf dem Boden getrunken, versucht zu essen. Ich hatte es im Mund. Ich würde nur ein bisschen. Oh. Jetzt habe ich wenigstens einen anderen Geschmack im Mund, wirklich. Hast du jetzt noch irgendwie abschließende Worte? Ich habe jetzt noch abschließende Worte, ja. Heute, Donnerstag ist mal. Oder? Donnerstag? Heute hat es leider nicht geklappt. Ich habe mich echt überschätzt. Ich dachte, ich wäre der Hulk. Im Endeffekt bin ich... Habe ich keine Worte für. Schlapp. Samstag beginnt die Rückfahrt. Wir haben gesagt, wir machen das dieses Mal mit Übernachtung. Aber mit verschärften Regeln. Also ohne Zelt und den ganzen Scheiß für die Pussys. Ja, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.